Servus, grüß euch beieinander und herzlich willkommen zurück auf der Obergräbach. Ja, wir haben ja gerade immer nur dabei unsere Silageballen zum Verkaufen. Weil wir ein bisschen Kohle brauchen. Und wie wir letztes Mal gesehen haben, habe ich mir ein bisschen blöd angestellt beim Verladen von den vorderen zwei. So, jetzt hat er aber. Ja, wir müssen wir die verkaufen. Also müssen da mal nicht, aber wir brauchen mal. Wir müssen mal Kohle generieren. Und jetzt schauen wir mal, wo es am meisten dafür gibt. Bei der Scheune. Bei der Scheune waren wir noch nicht. Ah, das ist da hinten. Okay. Und da bringen wir es jetzt auch hin. Weil wir haben am letzten Mal unsere Felder vor Unkraut geschützt. Und sie brauchen nur eine Düngestufe, beziehungsweise sie brauchen sogar nur zwei Düngestufen. Und das müssen wir fast nur, also einmal. Was tut er denn? Wie gesagt, das müssen wir fast nur vor der nächsten Wachstumsstufe erledigen. Nicht, dass man nicht mehr düngen können. Warum glitschen denn die scheiß Ballen nicht so rum? Ja gut, Rundballen, warum glitschen die nicht? Der Kontostand lässt momentan gar nichts zu. Ja, schon richtig, ja. Bin gespannt, ob die Karte noch mehr größer wird oder ob er da noch was dazu bauen will. Weil er da ist so die Ein- und Ausgänge so offen gestaltet hat. Das ist nicht die Scheune. Das ist Agri LB, glaube ich, war das, oder? Okay, steht nichts drauf. Ja, aber es war Agri LB. So, die Scheune müsste hier sein. Unser Angebot, was haben wir denn? Was kann man sie denn kaufen? Oh, hallo? Kann man nicht lesen. Der Mittagstisch war, glaube ich, Gnocchi mit Nudeln, was eigentlich keinen Sinn nicht ergibt, aber. Oh ja. Das rentiert sich. Ja, 2,6 für 2 Ballen, warum nicht? Hallo? Wow. So, jetzt hat. Nein, ich sag ja manchmal,
Die Quaderbollen dann einfach. Die Rundballen natürlich. Sind einfach so verpackt manchmal. Und das ist schon ärgerlich. So, jetzt schauen wir, dass wir den überholen da. Oh ja, das war zwar riskant. Haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, Leute, ich bin am überlegen, nach wie vor noch mir ein Lenkrad zu kaufen. Das Sidepanel von Logitech und Sidetech habe ich ja schon da hängen. Es ist nur noch die Frage, ein G29 oder ein G920. Da bin ich nur ein bisschen unentschlossen. Habt ihr Erfahrungen damit? Falls ja, schreibt es mir bitte unten gerne in die Kommentare rein. Ich bin da nur ein bisschen entscheidungsunfreudig. So. Machen wir mal die zwei Spezien da ab. Das passt zu mir auch. Jetzt muss ich da mal einen Trick anwenden. Ich schaue, ob das hier hat. Solange wir es nicht verlieren, ist alles cool. Ah, da muss ich direkt nochmal schauen, da gibt es einen Mod, wo man die Höhe des Arbeitswerkzeugs einstellen kann. Und der war da gar nicht deppert jetzt für den Fall. Wobei, wenn ich ehrlich bin, war ja am Anfang ein bisschen gegen einen Autoload-Ballenwagen. Aber wir machen wir ja doch relativ viel mit. Das mit. Oh, na, 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 na. Wir machen ja doch viel mit Ballen. Und da glaube ich, war da gar nicht so verkehrt, wenn wir einen da hätten. Mit so einem Ballenwagen war mir zweimal gefahren und es war erledigt. Ach komm. Ja, es wird ein Ballenwagen. Ja, wenn's läuft, dann läuft's richtig, geil. Wow. Und beide verloren. Heute ist kein guter Tag zum Zocken, habe ich das Gefühl. So. Die zwei haben wir schon mal.
kommt jetzt wo auch. War schnell weg, hat keiner gesehen. Da kann man den jetzt so ein Stiefel zusammenfahren. Das ist unglaublich halt schon wieder. Da überholen wir jetzt lieber nicht. Haben wir ja keinen Stress. Nicht. So, Hauptplaner. Schauen wir mal, ob sie die Hintern auch so ausstellen. Bevor ja, aber ich hoffe mal nicht. Ah, super. So, jetzt holen wir uns die letzten zwei noch. Dann haben wir ja oben auch noch die Wiese gemäht. Oh, super. Sagen wir mal, bis. Ja, finde ich cool, dass es sich eine Schlaglöcher da einbaut. Das ist heißt, auf die wenigsten Maps kann man halt nicht mit 40 über den Acker donnern. Zumindest nicht über diesen hier. So, jetzt holen wir uns nur die schnell die letzten Ballen. Schauen wir mal, ob das nur mehr so gut hier hat wie jetzt gerade. Na, das war. Ah, die verlieren wir. Jetzt aber. Come to me, baby. Ja, passt. Ja, das darf ich halt nicht vergessen, dass jetzt dann beim nächsten Mal, dass ich mir den Mod mit die Arbeitshöhlen drauf tue. Also mit die Werkzeughöhlen. Direkt damit testen. Na gut, wobei, wenn es jeder Ballenwagen wird, dann braucht man das eigentlich nicht. Da herum bloß zwei. War echt nicht mehr rausgegangen. Na, wirklich war. Na gut. Die zwei sitzen doch jetzt hoffentlich richtig auf dem Frontlader.
Nicht einmal wieder alles verlieren. Das war natürlich nichts. Oh, kann man raus? Ja, locker. Oh. Oh, da ist die blöde Strahlkisten, da müssen wir echt aufpassen. Nicht da mal wieder einen Bullock schmeißen. Na gut, liebe Leute. Ich sehe gerade, das war's schon wieder für heute. Hab mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo. Falls ihr Wünsche, Anregungen oder Verbesserungen habt, einfach alles hier unten in die Kommentare rein damit. Bin immer für Neues offen. Und genau, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.